Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge American Truck Simulator mit mir, dem Ernie und der teuersten Fracht ever, die wir hinten drauf haben. Wahnsinn! Als allererstes natürlich erstmal, ich hoffe es geht euch gut, ihr seid alle gesund, alle fett im Schritt. Das freut mich, wenn es so ist. Ja, ich bin heute, wie immer sage ich es auch mal so ein bisschen an, ich bin heute ein bisschen spät dran. Wir haben heute Freitag. Aufnahmetag ist Freitag, 17:44. Ja, warum ist der Ernie so spät heute? Ich hatte heute ein bisschen was zu tun, ein bisschen was um die Ohren. Ich habe heute Vormittag meine 125er, hier mein Roller, zum TÜV mal gebracht. Die war da locker 3 Monate überfällig. Aufgrund meiner Krankheit konnte ich sie ja bis dato noch nicht hinbringen. Und ich habe auch keine in der Familie, der das Ding fahren darf. Also können tun sie es die meisten wahrscheinlich. Ist ja nur Gas geben, ne? Aber vom Führerschein her durfte es halt keiner. Und das habe ich heute gemacht. Da, wo ich hingefahren bin, da braucht man keinen Termin. Da kann man einfach so in Eier. Man muss halt bloß, wenn Scheiß läuft, viel Zeit mitbringen, weil halt viel vor ihm ist. Also so viel war heute nicht vor mir. Das ging eigentlich recht gut. Ich glaube, 2, 3 Leute waren vor mir. Dann kam ich schon dran. Aber dem netten TÜV-Prüfer, und da muss ich wirklich sagen, habe ich eine Menge Glück gehabt. Ich hatte einen sehr, sehr netten, verständnisvollen TÜV-Prüfer, dem ich da meine Sachlage erklärt habe, aufgrund hier Corona und jetzt hier Long-Covid und so eine Scheiße, hatte ich mich bis dato noch nicht fit gefühlt, den halt hierher zu bringen und dass das halt kein anderer für mich machen konnte. Und der hatte da auch doch eigentlich ein ganz offenes Ohr. Oh, der rückelt aber hier ganz schön. Ein ganz gut offenes Ohr. Und von daher, also technisch gesehen war ja alles einwandfrei. Das hatte ich, das war ja im Vorfeld schon klar für mich. Aber dann halt auch, ja, normalerweise musst du da ja Strafe zahlen. Und das ging eigentlich von daher ganz gut. Bin da ganz gut preislich durchgekommen. Ja, Plakette gab's, ne? Und dann bin ich da halt wieder abgerückt. Und so wie man es vielleicht sieht oder nicht sieht, ich war dann auch noch beim Friseur, hab mir einmal die Wolle runternehmen lassen, damit wieder ein bisschen Luft an die Glatze kommt. Ne? Es ist ja doch noch ein bisschen warm hin und her. Haben wir jetzt auch noch ein paar schöne Tage vor uns. Aber nicht mehr ganz so heiß, so wie ich gesehen habe. Ja, und dann bin ich nach Hause. Auf dem Weg nach Hause noch einmal die Kiste vollgetankt. Wenn was ist, dass man damit jederzeit losfahren kann. Und da, ja. Dann zu Hause gewesen, erstmal den Tag so ein bisschen auf Terrasse genossen. Und dann hatte ich mich dann doch noch entschieden, weil die Kraft war dann noch da. Ich merke auch von Tag zu Tag, es wird immer besser. Habe ich dann hinten bei uns noch den Graben ausgefetzt. Und dazu muss ich sagen, das letzte Mal, wo ich den Graben ausgefetzt habe, bin ich ja anschließend ins Krankenhaus gekommen. Und diesmal, yeah, Graben ausfetzen ohne Krankenwagen. Oh, herrlich. Nee, hat geklappt, wunderbar. Und habe ich auch recht fix hinbekommen. Die Sensor hat zwar erst so ein bisschen gemeckert, aber dann hat sie wohl ein Einsehen mit mir gehabt und mein Drang, etwas zu tun, und hat dann noch bereitwillig ihre Arbeit getan. Und das ging dann auch sehr gut. Bin dann von vorne, ja gut, es ist ein Stück, aber bin ganz gut durchgekommen. Das war ganz gut. Ja. Nee, das war heute auf jeden Fall. Gestern war ich auch nicht ganz untätig. Da ich muss mir ja nun auch jeden Tag etwas suchen, was ich tun habe, damit ich ja nicht nur rumgammel. Und da ja immer mehr Kraft in meinen Körper zurückfließt, habe ich gestern, was habe ich gestern gemacht? Oh ja, ich habe gestern im Keller überall die Fenster geputzt. Bin ich jetzt noch richtig? Ja, ich glaube, ja. Habe im Keller überall die Fenster von außen und von innen geputzt. Bitte links halten. Und habe mich dann auch noch an den Speisekeller rangemacht. Und den, das war mir schon seit ewig langer Zeit ein Dorn im Auge. Den habe ich dann auch noch erstmal zu 60-70% schon mal fertig gemacht und aufgeräumt. Da ist natürlich noch hier und da vielleicht noch eine Idee umsetzen. Da lagern wir ja nun wirklich alles auch drin. Das ist ja nicht nur Speisekammer, das ist ja auch von Koffern bis hin zu Weihnachtsdekorationszeug und all sowas ist da unten ja auch vorhanden. Ja, ist nicht ganz so einfach. Immer, ne? Geradeaus. Aber doch, bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden gewesen. Also wie gesagt, hier und da muss noch was getan werden und dann passt das dann auch wieder. So, einmal ganz kurz nochmal geguckt, die teuerste Fracht World ever, ne? Unsere Autos hier, 9 Tonnen nach Houston, Texas geht es. Wir haben Ingame-Zeit heute Montag 18:17.
erwartet werden wir Donnerstag zwischen 6.21 Uhr und 13.01 Uhr. Das Navi sagt allerdings schon morgen, 12.10 Uhr sollen wir da sein, also Ingame-Zeit hier. Wir haben 66 Stunden Zeit, das heißt, wir werden auf jeden Fall, wir haben es ja schon 18.23, es wird bald dunkel, werden wir uns wieder was zum Pennen suchen. Ne? Definitiv. Hoffe ich, dass mir jetzt noch was über den Weg läuft. Das sieht doch da schon ganz gut aus, an der nächsten, ja, Ecke. Aber wir können auch mal ganz kurz in die große Karte reingucken. So, hier wäre was und das nächste wäre da. Das müssten wir... Ja gut, müsste ich auch abfahren, aber das müssten wir auch noch schaffen, weil ein bisschen Zeit ist ja noch. Doch, ich denke mal, wir werden dann den nächsten nehmen. Auf jeden Fall. Ja, das dazu. Können wir das auch wieder... Achso, ja, Kohle auf dem Konto 166.402 und Meilen haben wir noch 1070 Meilen vor uns. Das heißt, da ist noch ein ganzes Stück zu fahren. Aber auch das werden wir noch hinbekommen. Ja, nee. Jetzt habe ich euch innerhalb von kürzester Zeit eigentlich schon meinen kompletten Datensatz auf eure Festplatte gehämmert an Informationen, die ich von mir habe. Von der Reha ist bis jetzt noch nichts weitergekommen. Da bin ich selber noch gespannt, wann das jetzt die nächsten Schritte da eingeleitet werden können oder wann es für mich losgeht. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich auch sehr gespannt. Müssen wir mal schauen. Licht ist an, nicht, dass es wieder heiß hier fahren oder Licht. Das ist ja auch wieder Kohle, die nicht unbedingt sein muss, ne? Auf jeden Fall. Ach ja, so ist das. Oh, 75 dürfen wir, sehr schön. Immer alles, was geht. Es ist noch ein weiter Weg, aber hier ist es auch schön grün, muss ich sagen. Was man jetzt noch so in den letzten Sonnenstrahlen sieht hier, herrlich. Herrlich, so finde ich das schön. Nicht immer dieses karge, wüstige, was wir ja diese einigen Folgen da mal permanent hatten, sondern jetzt auch mal wirklich grün so ein bisschen. Mal sehen, wie lange es so bleibt. Wollen wir mal schauen. Ach ja, so. Jetzt braucht Ernie aber erstmal ein kleines Schlückchen und ihr wundert euch hier, naja, Kaffeezeit ist jetzt nur langsam beendet. Ich habe vorhin nur einen getrunken, aber jetzt sollte ich mal langsam mit aufhören. Jetzt wird mal wieder Wasser getrunken. Der Tag neigt sich ja nun auch schon bald dem Ende. Immer geradeaus. Oh. Aber Wasser ist auch nicht schlecht. Ach ja, so, nee, was gibt es heute zum Essen? Wir haben auch noch nicht gegessen. Heute gibt es, also ich denke mal, heute werde ich dann, ich habe so ein Schweinefilet hier rausgenommen, was ich noch gefunden habe beim Proster. Da wird es wohl heute geschnetzeltes, schön mit frischen Pilzen geben. So ein Züricher geschnetzeltes, sagt man ja auch immer im größten und weitesten Sinne dazu. Und dazu gibt es halt Schnupfnudeln, also, naja, das heißt Schupfnudeln natürlich. Wir sagen immer Schnupfnudeln dazu. Die gibt es heute auch noch dazu, jawohl. Und dann, ja, ist der Tag auch schon so gut wie wieder gefressen. Genauso wohl jetzt hier wie so langsam auch im Spiel. Und dann geht es morgen weiter. Morgen steht bei mir auf der Agenda dann mal wieder der Pool an. Ich hatte den gestern ehrlich echt erstklassig ausgesorgt. Ich gucke rein, schon wieder da unten was auf dem Boot. Na gut, okay, wir decken ihn momentan auch nicht ab. Da setzt sich dann natürlich auch was ab und da muss man halt immer hinterher sein. Aber das Wasser ist noch schön klar, so wie es sein soll. Und von daher können wir ja ganz zufrieden sein. Das ist schon in Ordnung. Ne, mit dem Roller, da habe ich mich, wie gesagt, heute auch gefreut. Hat auch mal wieder Spaß gemacht, mit ihm zu fahren. Es war mal wieder so ein kleines Stück Freiheit für mich da. Ne? Nicht nur hier, seit 3 Monaten bin ich ja mehr oder weniger hier zu Hause eingesperrt. Ne? Man nennt es auch der offene Vollzug. Ich ziehe jetzt hier mal vorbei. Oh! Ja. Okay, da war ich vielleicht ein bisschen frech hier bei der Baustelle. Ja, hier ist auch wieder alles vorhanden. Polizei, Feuerwehr. Oh, 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 der Kollege hat da aber ein paar Rohre verloren. Hier solltest du aber keine Rohre verlegen. Naja, gut. So, wieder rüber. Ja, Sushi. War nicht ganz so witzig, ich weiß. Ach ja, so, weiter geht's. Erstmal wieder auf Tun kommen hier. Nee, das war, wie gesagt, mal wieder so ein schönes Erlebnis. Das Wetter war auch richtig geil zum Fahren heute Vormittag. Und heute Nachmittag war sowieso richtig geiles Wetter. Wieder was geschafft. Sehr schön. So, ja, Leute. Soll ich dich jetzt rechts überholen oder... Obwohl, wer hat mir das geschrieben? Irgendeiner von euch hat mir geschrieben, dass wohl... Immer geradeaus.
obwohl ich das immer noch nicht so richtig glauben kann, dass das wohl auch in Amiland erlaubt wäre, rechts zu überholen. Hm. Okay, lassen wir mal so dahingestellt. Aber wenn er es nicht anders will, hier hast du es. Jetzt kriegst du es. Und zwar eine saubere Bratsche von rechts. Ha! Am Arsch die Räuber? Vergiss es, Digga. So, den haben wir auch versäbelt. Sehr schön. So, locken wir uns jetzt aber auch mal wieder ein. Ach ja, so. Wie weit ist denn jetzt noch... Naja, das müsste jetzt da hinten... Ah, da hinten sehe ich schon so langsam schimmern. Sehr gut. Da werden wir uns niederlassen, würde ich sagen. Und dann müsste das auch so ganz gut mit den letzten Sonnenstrahlen noch zu schaffen sein. Da ist auch eine Werkstatt, so wie ich das gerade sehe. Das hatte ich vor, ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Aber eine Wiegerstation kommt auch noch. Tanken könnten wir da auch. Schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die nächste Wiegerstation wieder unsere ist. Oder ob wir dran vorbeikommen. Lassen wir uns überraschen. Ach nee. Nee, dann wie gesagt, werde ich dann hier nach der Aufnahme, wenn es dann hochlädt, dann werde ich dann ganz in Ruhe schon mal schnippeln und alles soweit vorbereiten und dann irgendwann auch so langsam anfangen mit Kochen. Wenn Frauchen wieder zu Hause ist, die ist noch unterwegs und dann werden wir sehen, ob es ihr mundet oder nicht. Ja, und wir haben gerade noch drüber gesprochen, dann werden wir diese Wiegestation auch mal anfahren, vor unserem eigentlichen Stop, vor unserem Schlafen gehen. Werden das jetzt nochmal erledigen, weil wir wissen ja, ich sag's immer wieder, es sind 700 Tacken, wenn du es nicht tust. Finden. Da überlegt man sich das zweimal. Ein bisschen fix fährt der Ernie aber doch hier drauf, ne? Ach ja, so. Zack, was haben wir? 24 Tonnen? Okay. Insgesamt natürlich, ne? Insgesamt natürlich. So. Dann fahren wir noch einmal drauf und dann fahren wir auch schon wieder ab. Ach ja, herrlich. So. Geht im Rückspiegel, sehen wir die letzten Sonnenstrahlen. Jawohl. Die machen das einfach herrlich, ne? Diese Grafik hier. Und das Spiel ist seit 2016 auf dem Markt. Das ist der Hammer. Es ist echt. Es ist der Hammer in der Tüte, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Kleine Stückchen noch. Eine Linkskurve da hinten. Und dann kömmt es auch schon. Dringend nötig. Denn mir gefällt das so geil, seitdem wir das machen. Nicht mehr so wie am Anfang in den ganzen vielen Folgen immer durch die Nacht hämmern. Nee. Macht auch keinen Spaß mehr. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber im Moment bin ich mit der Lösung ganz zufrieden, auf jeden Fall. Ja, es gibt noch was Neues. Wir sind mittlerweile jetzt, Stand jetzt, 357 Abonnenten und ich kann einen neuen Namen vorlesen. Luis Alt, danke für dein Abo. Vielen herzlichen Dank, dass du mich für Wetter achtest, dich zu unterhalten und dass du meine Videos schauen möchtest. Vielen, vielen Dank dafür. An alle anderen, die mich natürlich auch abonniert haben, dessen Namen ich nicht vorlesen kann, sei gesagt, wie immer, euer Konto ist nicht öffentlich, aber auch ihr fühlt euch gedrückt und geknutscht. Dankeschön. Naja, geknutscht, vielleicht nicht ganz so. Okay. So. Dann müsste es jetzt aber auch gleich kommen. Da hinten sehe ich schon am rechten Rand. Das heißt, es muss doch hier irgendwo... Irgendwo muss es doch jetzt... Obwohl, doch, da sehe ich was auf der Karte. Da geht es rechts ab. Sehr schön. Das werden wir mitnehmen. Und dann können wir schön die Nacht wieder verschnorcheln. Herrlich. So muss das sein. Sehr schön. Ja, es wird aber auch... Man muss auch ehrlich zugeben, also in diesem Spiel wird es ja so schnell dunkel wie ein Bärenarsch. So schnell kannst du gar nicht gucken, ne? So schnell kannst du gar nicht gucken, wie das hier dunkel wird. Nee, jetzt fahren wir erstmal rechts rum, Pippi. Und werden schlafen gehen. So. Okay, lass uns eine neue Route geradeaus, finden. Dann ist kein es hier Problem. Vorne gleich irgendwo rechts. Und im Hellen werden wir dann schön... Halt! Route neu berechnen. Warte mal, jetzt sehe ich hier aber auch nichts. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Ich sehe jetzt hier aber auch nichts. Kann man jetzt hier rechts rauffahren? Das sieht mir so aus, ne? Ist hier schon der Schlafplatz? Gott, Ernie fährt hier auf verlassenen Wegen. Aha, hier ist also schon der Schlafplatz. Dann stellen wir uns hier irgendwo mittig hin, würde ich sagen. Jetzt sieht der Ernie gar nichts mehr. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, wie ich mir jetzt hier ein Thumbnail rausziehen soll. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Ah, ist egal.
Wie mache ich jetzt den Thumbnail? Am besten so das mit da hinten irgendwie so ein bisschen. Ach ja, dann versuchen wir das mal so. Ansonsten muss ich mir aus dem Video noch irgendeins ziehen. Okay, haben wir so ein bisschen das Licht angelassen. Gut, machen wir den Motor aus. Ja, dann würde ich sagen, aufgrund dessen, dass das in letzter Zeit immer mit meinem Internet auch so eine Sache ist, da mit dem Hochladen, muss ich jetzt meine Folgen mal so ein bisschen kürzer machen, dass wir da, dass ich das besser hochbekomme. Sonst dauert das immer ewig und 3 Tage. Ihr glaubt es nicht. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Ernie, bleibt gesund. Ciao, ciao.